Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, endlich seht ihr wieder meine Visage und kein Gameplay im Hintergrund. Und worum es in diesem Video geht, das möchte ich mit euch besprechen. Und ich bin wieder ganz auf eure konstruktiven Vorschläge angewiesen. Bitte unterstützt mich. Und ja, worum geht es eigentlich in dem Video? Ja, hallo, ich bin Berli, ich bin cool und ich habe jetzt seit langem Gaming-Videos gemacht. Einerseits möchte ich euch sagen, ja, okay, ich bin jetzt im Studium und theoretisch habe ich jetzt weniger Zeit, aber ich weiß nicht, ich meine, Videos gehen immer für mich, ich meine, ich produziere sie ja nicht mega qualitativ aufwendig, deswegen habe ich diese Zeit, müsste ich diese Zeit haben, sagen wir so, und ich kann euch ja jetzt wieder Real-Life-Content nebenbei bieten. Das Gute an den Gaming-Videos ist, dass ich halt einfach diese schnell produzieren kann und dann diese einfach hochladen kann, ohne dass ich irgendwie Aufwand da reinstecken muss. Das ist das Gute dran. Ich habe das vermisst, das Schneiden von den reinzoomen und das Schneiden von cooler Musik, das Verwenden von verschiedenen Effekten und auch so Outros und sowas. Das habe ich voll vermisst, weil das ist immer so coole Mucke und dann hast du so, ja gut, dann haut er rein, Freunde, und dann ist halt coole Musik und mir geht das halt ab, dass ich halt das selbst nicht mehr so habe. Ja, deswegen möchte ich jetzt wieder anfangen, halt coole Videos für euch zu produzieren. Andererseits vielleicht geschnittene Game-Videos und andererseits wieder geschnittene Real-Life-Videos. Die Let's Plays werden nebenbei verlaufen. Freunde, ihr müsst natürlich für euch selbst entscheiden, ja okay, wie weit verfolge ich ihn? Ihr müsst ja die Let's Plays nicht schauen, das könnt ihr einfach auslassen. Aber ich wäre euch dankbar, wenn ihr euch wieder meine Real-Life-Videos anseht. Ich habe jetzt ein bisschen Werbung wahrscheinlich gemacht über WhatsApp und so, also hallo an dich, wenn du von dem Link einfach kommst, weil ich einfach das wieder ein bisschen ins Rollen bringen will und wieder schauen will, dass ich zeigen will, ja okay, ich mache wieder meinen alten Content so ein bisschen, zumindest das, dass man mich sieht und dass ich wieder mega weird und komisch vor der Kamera bin und meine Weitheiten mit euch teilen kann. Das ist Covid, es ist halt, ja, es ist egal, du hast die Maske auf und dann sagst du dir, okay, keiner sieht den Bart. Musst du dich nicht rasieren. Ich brauche natürlich jetzt eure Lösungsvorschläge für neue, also Lösungsvorschläge, halt einfach Ideen für neue Videos. Was seht ihr gerne, was wollt ihr mich tun sehen? Ich bin nicht abgeschreckt von Challenges, Rezepte ausprobieren, Horrorgeschichten erzählen oder irgendwas. Ihr müsst es nur sagen. Dann kann ich es euch liefern. Ich bin Content Dealer. Also, ja, ich habe jeden Stoff, ja, den ihr braucht. Ich kann euch das alles geben. Ja. Spielt ihr ein Spiel gerne, dann mache ich das. Dann sagt ihr mir, ey, yo, Digga, Berli, yo, komm her, spiel mal das Spiel hier, das ist so lässig. Und wenn ich dann sage, okay, ich kenn's nicht, ich probier's, also kann ich das machen. Oder ich sag, ich mag's, dann kann ich das auch machen. Aber wenn ich sage, natürlich, okay, kein Bock, nee, mache ich das nicht. Ich meine, das ist halt selbstverständlich in diesem Fall. Aber Freunde, schreibt einfach, Fragen kostet nichts. Also ich sehe schon wieder, komm, da ist dann vielleicht ein Kommentar oder gar keins. Help me! Ich möchte euch darauf hinweisen einfach nur, dass zwischenzeitlich immer diese Real-Life-Videos kommen. Das wird einfach nie weggehen, ja, das kommt mal mehr, mal weniger. Und ich möchte euch nur darauf hinweisen, okay, selbst wenn euch die Gaming-Videos gar nicht interessieren, dann lasst euch davon nicht irritieren. Ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, die Glocke ausschalten oder so und dann nur immer ab und zu mal reinschauen und die Real-Life-Videos euch geben. Ich mache jetzt auch eine Playlist für Berli Content oder so, da könnt ihr euch dann immer reinfuchsen und so. Das ist alles, was, finde ich, für die Allgemeinheit des Berli Affe Kanals oder des eigentlich Berli Kanals, ja, cool ist, finde ich, oder zumindest was halt damals gut angekommen ist. Ich werde jetzt wieder anfangen, moderne Themen anzuschneiden, euch ein bisschen zu fragen, was eure Meinung ist, ein bisschen vielleicht wieder moderne YouTube-Trends ein bisschen ins Intro schneiden. Das habe ich ja früher gern gemacht und da denke ich mir, ja, das mache ich zum Beispiel immer noch gern. Ja, schau, hier ist ein Rubik's Cube. Ja, ich bin auch ein Rubik's Cube. Ja. Freunde, hier seht ihr eine ganz coole Aufgabe. Da muss man eigentlich beweisen, ob es verschiedene Funktionen reflexiv oder transitiv oder symmetrisch sind. Und das habe ich natürlich auch professionell gelöst, was ich auch für ein guter Mathematiker ich bin. Und ja,
der Druck ist immens hoch jetzt gerade. Aber ich finde es cool, dass man da irgendwie das probieren kann und dass jeder so gefühlt die Chance dazu hat und dass es halt einfach nichts kostet. So, wenn du das so machst, ein Samsung eigentlich nur 20,20 €. Ist natürlich verdammt teuer, wenn du sagst, du musst da jetzt hinfahren im Zug. Du musst halt die Zugkosten und alles zahlen. Und wenn du eine Wohnung hast, natürlich, musst du diese zahlen. Freunde, bitte, stay tuned. Ich werde euch im Laufenden halten. Ich werde euch auf WhatsApp wieder zuspammen mit meinen Videos, die ich für die Allgemeinheit cool finde. Freunde, meine Viren-Parts in den Videos finde ich natürlich ist das Beste. Und ich werde jetzt natürlich wieder versuchen, dass ich wieder kreative Dinge da reinbringe und einfach wieder meinen Flow habe, wieder einfach voll in den Rhythmus kam, auf die Comfortzone-Dingens mit Schmackes und Spaß und ich bin lustig und dann weiß ich nicht mehr weiter und sowas. Ich möchte jetzt ganze Zeit schon ansetzen zum Ende, zum Ausblick in die Zukunft, den ich so gerne mache. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten von Video. Schreibt doch einen Kommentar, lasst doch einen Daumen nach oben da und abonniere auf jeden Fall diesen Kanal, falls du das noch nicht getan hast. Ich wünsche auf jeden Fall, dass alle Wünsche in deine Erfüllung kommen. Bitte vergiss niemals, dass du deine Träume hast, dass du die niemals aufgeben sollst. Bleib einfach dran, lebe dein Leben, sei wer du bist und wenn es sein muss, scheiter einfach. Aber probier einfach, dass du dein Ding machst. Ob du scheiterst oder nicht, du bist wenigstens du. Gut, mit diesen Worten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Video. Ciao.